Ich sage jetzt nur Follow-Arts. Follow-Arts, Texte zu digitalen Welten und analogen Formaten, Klaus Friede. Es hat sich tatsächlich dieses Format, das Ludwig hier eben gewählt hat, regional analog produziert, global digital konsumiert. Das hat sich schon vielfach jetzt eingebürgert, ein Hybrid, das, mit dem wir nicht glücklich sind, aber trotzdem eine Möglichkeit jetzt darstellt. Wie sehen denn Sie die Situation? Wie sehen Sie die, vielleicht auch die Chancen einer Nachhaltigkeit dessen, was jetzt passiert? Und gerade auch im Hinblick auf die Aspekte und neue Musik. Also ich glaube, dass die Entwicklung in die Richtung des Hybriden gehen wird. Weil sonst würden wir auch der Gesellschaft im Kulturbereich hinterherhängen. Das würde nicht funktionieren. Also ich glaube, dass nur analoge Formate einen wichtigen Teil der auch digitalen Technik, die uns oder den Künstlern, den Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt wird, nicht zu nutzen, wäre für mich praktisch undenkbar. Ich habe ja selber eine künstlerische Ausbildung genossen und ich habe mich immer sehr stark auch für künstlerische Techniken und bei der Digitalisierung, wir haben eben auch das Gespräch über die Elektronik gehabt, das waren wichtige Meilensteine und das wird auch so bleiben. Wir sind jetzt in einer Situation, in die wir hineingeworfen worden sind. Wir sind ja nicht freiwillig dort, wo wir jetzt sind, sondern ich lese immer wieder aus der Not heraus geboren, wir haben die Notbremse gezogen. Also wir sind in einer Situation, wo irgendjemand sagt, so, wir müssen aber jetzt was tun, weil alles absagen geht nicht, ist auch nicht richtig. Aber welche alternativen Mittel haben wir zur Verfügung? Und da bietet natürlich der digitale Bereich durchaus etwas. Es geht, um es gleich vorweg zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass man das eine gegen das andere austauscht. Ich glaube eher, dass wir einen dritten Raum suchen müssen, wie das schon in den 90er Jahren das In-Between formuliert worden ist, dass wir mit beidem leben müssen. Nur das Analoge ist etwas zutiefst Menschliches, was das Digitale nicht immer so hat und nicht immer zeigt. Wissen Sie, Computer, künstliche Intelligenz, Roboter brauchen keine Kultur. Wir brauchen Kultur, wir Menschen, und wir bringen sie hervor. Das heißt, wir müssen immer auch diese menschlichen Aspekte sehr stark mit reinbringen in das, was wir tun. Und auch natürlich in diese veränderten Vorgänge der Digitalität. Ich sage jetzt bewusst Digitalität und nicht Digitalisierung, weil da bin ich schon wieder in diesem In-Between-Raum. Ja, also die Anwendung des Digitalen für das Analoge und andersherum. Und wir müssen sehen, dass wir aus dieser hineingeworfenen Situation, der Notsituation herauskommen und produktiv Dinge entwickeln. Das ist natürlich Aufgabe von Künstlern, von Intendanten, von all jenen, die auch in diesem Vermittlungsbereich, von Lehrern, Professoren und so weiter, dass da eben auch ein Fokus gesetzt wird, weil wir sind ja in so einer Ablösegeneration gerade. Ne? Also wir sind so ein bisschen drin, aber nicht wirklich. Wir sehen unglaubliche Potenziale, haben die aber lange noch nicht erreicht. Wir sind unsicher, wir wissen nicht genau, ja, wie kann man die eigentlich nutzen? Welche Gemeinschaften wollen wir? Wie soll das aussehen? Warum verzichten wir plötzlich auf Publikum oder eine ganz andere Art von Publikum? Das sind alles Fragen, die uns in den nächsten Jahrzehnten noch beschäftigen werden. Und natürlich hat das dann auch eine Nachhaltigkeit. Nur heute ist es so, dass ich glaube, dass die Kultur eben nicht mehr Avantgarde ist, sondern Avantgarde ist die Technik. Die Technik ist uns weit voraus und wir versuchen sozusagen dem hinterherzusteigen, schaffen es aber nicht. Also die Entwicklung ist eigentlich weiter als wir in unseren Köpfen. Das ist wieder der Auftrag an die neue Musik, Ludwig. Ich finde ja, also es ist tatsächlich ein Auftrag auch an die neue Musik, aber nicht nur. Aber ich glaube, da sind besonders viele Potenziale. Ja,
Und ich glaube auch in der Interaktion, in diesem Zusammenspiel, in den Wechselwirkungen der unterschiedlichen Kunstformen, wie Sie es ja schön angesprochen haben, was jetzt auch wiederum durch das Zuschauen kommt. Um auf die Aspekte zurückzukommen, ich glaube, das ist eine wunderbare Lösung, die du jetzt so rasch gefunden hast. Und wir freuen uns jetzt auf die Konzerte, die wir 4 Tage lang sehen werden. Freuen uns darauf, uns mit dieser Musik näher beschäftigen zu können. Und ich bedanke mich mit Blick auf die Zeit ganz herzlich bei dir, Johannes. Frau Gutjahr. Gratulation nochmal für die nächsten 4 Jahre, Ludwig und Klaus Friede. Vielen Dank und Ihnen 4 spannende Tage und Abende mit Konzerten.